Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute mal wieder ein Bild mit Harz gießen. Ich möchte euch zeigen, dass es gar nicht so schwer ist. Ähnlich gesehen wie Acrylgießen ist es natürlich sehr weit hergeholt, aber man kann einfach auch damit arbeiten, so ähnlich wie mit Acrylgießen. Ich zeige es euch und dann lasst uns starten. Ich hoffe, euch macht Spaß. Dann bis gleich. So, dann lass uns starten. Ich habe hier einen kleinen Becher. Ich setze es auf Tare, das heißt also auf 0 die Grammwaage. Ich fange mit dem Harz immer an. Ich nehme jetzt eigentlich 60 Gramm, das reicht für das Bild. Das Bild ist 24 auf 18 cm. So, da wir ja dieses Harz 100 zu 50 mischen, lässt man gleich abputzen. So, setze die Waage wieder auf 0. 60 Gramm Harz, dann die Hälfte, 30 Gramm Harz rein. Und dann willst du wohl auf 0 gehen. Okay. So, 30 Gramm, genau. Also kommt es auf 1-2 Gramm hin und her, ist nicht so schlimm. Ihr braucht auch nicht immer diesen UV-Stabilisator reinmachen. Könnt ihr aber, wenn ihr halt mit weißen Farben oder ziemlich helle Farben arbeitet, macht jetzt mal 5 Tropfen rein, das ist eh wahrscheinlich schon fast, ja, bis zu 3%. Aber ihr kennt mich ja, ich nehme es auch nicht so ganz genau. Okay, dann rühren wir das Ganze um. Es wird erst wieder milchig. Ihr seht es hier vielleicht, ich kann es einmal zeigen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es wird ein bisschen milchig und dann, wenn es alles schön verrührt ist, ihr könnt ruhig langsam rühren, dann rührt ihr auch nicht so viel Luftblasen rein. Wenn es dann wieder klar wird, ist es gut vermischt. Okay. Dann seht ihr hier, ihr habt natürlich ein paar Luftblasen immer drin, durchs Einrühren, das geschieht aber immer. Aber jetzt ist es soweit okay. Ihr braucht euch auch nicht so beeilen, wie gesagt, ihr habt 30 Minuten Zeit. So lange braucht ihr nicht für ein Bild, denke ich mal. Okay, der eine mehr, der andere weniger. Ich nehme jetzt einfach, wartet mal, habe ich noch kleine Becher? Irgendwo hatte ich noch kleine Becher, da stehen sie. Also noch kleinere, ich brauche nicht so große. Ich nehme jetzt einfach 1, 2, 4 Becherchen. Ich habe jetzt hier Pigmente, gut, die sind von Bösner. Ist Fatalo Grün. Das China Cridum, also rosa kann man sagen. Dann habe ich noch Fatalo Blau. Und das Weiß, das habe ich von Zink jetzt zum Beispiel. Ich sage halt immer, Pigmente ist das Beste. Es gibt natürlich auch vorgefertigte Farben, ihr könnt auch Alkoholinks nehmen. Ist halt dann immer ein bisschen transparent, je nachdem wie viel ihr reinleert. Aber gut. Kann jeder selber ausprobieren, testen. Mache ich einfach mal die Becherchen gleichmäßig voll. So ungefähr.
Dann lassen wir immer noch etwas im Becher drin. Man weiß nie, ob man nachher noch was braucht. Da habe ich auch schon wieder gekleckert. Nicht so schlimm. Erstmal weiß. Ihr braucht aber wie gesagt, Entschuldigung, ihr braucht wie gesagt nicht so viel Pigmente, weil es ist ja schon dickflüssiges Harz, muss ich dazu sagen. Also jetzt dieses Künstlerharz. Und dadurch wird ja, je mehr Pigmente ihr reinmacht, das Harz auch noch dicker, aber wie gesagt, ihr seht hier, ich habe nicht viel rein und guck mal, ist schön weiß. Natürlich schön umrühren, bis die ganzen Pigmente sich verteilt haben oder vermischt haben. Und immer schön vorsichtig sein mit den kleinen Becher. Mache ich auch mal wieder die Erfahrung, wenn ich nur noch wenig Harz drin habe, dann kippen die leicht um. So, das dürfte auch schon reichen, wie gesagt, so ein Löffelchen. Ja, schauen wir mal, wie dunkel das schon wird. Fast schon zu viel. Da gibt dann ein sehr dunkles Grün, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Hätte ich nicht gedacht, dass dieses Patalo-Grün doch so dunkel wird. Jetzt testen wir gleich mal dieses China Crittum. Klar, bei Feuchtigkeit wird alles etwas dunkler. Ich nehme jetzt mal noch ein bisschen weniger rein. Ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich, je weniger ihr reinmacht, umso transparenter wird das. Aber jetzt schaut mal her, wie wenig ich rein habe und was für einen kräftigen Farbton wir haben. So. Dann noch das Patalo Blau. Ich überlege gerade, ob ich nicht doch eine hellere Farbe nehme, aber egal, komm, wir machen mal das Bild. Zack, ihr seht nicht viel. Na, schaut mal, wie dunkel das ist. Oder wie kräftig die Farben schon rauskommen mit so ein bisschen Pigmente. Okay. Die packe ich jetzt schon mal weg. Ich überlege gerade, ich habe noch ziemlich viel drin. Ich schütte vielleicht noch ein bisschen was dazu. So, komm, und das Weiß auch noch. Bestimmt Weiß habe ich ziemlich wenig Harz. Okay. So. Das war es eigentlich schon vom Anrühren. Schaut, dass ihr die Kanten auch mal mitrührt. Der Becher fast schon zu voll. Okay. Nächstes Mal doch ein bisschen größere Becher nehmen. Okay, fertig. So,
Passt auf, jetzt mache ich nämlich eins. Ich mache wie so einen kleinen Flip-Cup. Nehme mir ein bisschen größeren Becher. Nur, dass es einfach mal seht, wie einfach das ist. Schon getropft, egal. Solltet natürlich die Becher nicht auf dem Bild stehen lassen, so wie ich. Aber nur, damit ihr es seht. Nehme ich die mal runter. Dann mal einfach, ihr seht es hier. Zack. Beim Harz sieht das natürlich ganz deutlich, wie es runterläuft, anders wie bei den anderen Becher. Und jetzt mache ich eins. Ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt. Diesen Effekt Blaster, da kann man ja auch wie so Zellen machen oder Strukturen. Mache ich jetzt mal in das Grün rein, zwei Tropfen. Da reicht meistens schon ein Tropfen, aber. Und in das China Cream, also in das Rosa. Auch nochmal umrühren. Wie gesagt, das riecht ein bisschen, aber anders funktioniert es nicht. So. Den setzen wir einfach hier hin. Da denke ich mal, ist soweit alles runtergelaufen. Ein paar Luftbläschen kann man schon mal ein bisschen befreien davon. Und dann werde ich jetzt noch hier was. Dann kann man hier jetzt auch schon mal lüften. Etwas dunkel geworden. So, was haben wir noch? Blau. So, und jetzt haben wir nämlich das Problem, dass es ziemlich dunkel ist, das Bild. Und darum habe ich ja gesagt, ich lasse mir etwas Harz übrig. Oh, alter Mann. Und darum mische ich mir da noch etwas Weiß an.
Okay. Gut. Jetzt müssen wir aufpassen mit den Becherchen. Die sind wirklich ziemlich klein und ups, fallen sehr schnell um. Okay. Machen wir ein bisschen Luftbläschen raus. Jetzt gibt es ein paar Sachen, ihr könnt es laufen lassen. Aber ich verteile es auch immer gern, weil durch das Ziehen bekommt man auch schöne Effekte raus. Weil dann kommt dieser Effektblaster erst richtig zur Geltung. Und versuche natürlich immer das Harz Richtung Kante zu bringen auch. Da haben wir ein bisschen wenig drüben. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier noch ein bisschen heller bekomme. Ja, fall halt um. Dann nehme ich mir das Weiß auch ein bisschen rüberholen. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. So. Schauen wir, dass wir die Kanten soweit sauber haben. Okay. Ja, cool. Kinder, ich mag eh ein bisschen dunklere Bilder. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Bläschen entsorgen. Sehr schön. Und dann werden wir schauen, dass bis zum Rand. Je wärmer ihr es macht, umso mehr wird es halt flüssiger. Also jedes Harz, dass die Kanten immer schön zu sind. Und dann passt das auch.
Okay. Ich denke mal, das passt soweit. Vielleicht noch ein bisschen. Also ich sage immer nicht zu stark erhitzen, aber ihr müsst also schon gucken, dass ihr Luftbläschen raus habt. Aber ich denke mal, das passt schon. Ja, der steht auch nicht richtig. Okay. Gut. Das war's jetzt eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid noch dran geblieben. Wenn ja, dann zeige ich euch gleich von daheim. Dann sage ich jetzt mal bis gleich. Gut. So. Jetzt von daheim. Jetzt wieder aufpassen, das Spiegel natürlich extrem wegen meine Lampen. Aber seht ihr die Strukturen? Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, und zwar hier, wo mein Finger ist. Seht ihr diesen weißen Punkt? Wartet mal. Hier. Das kann passieren, wenn sich ein Pigment nicht richtig auflöst. Also gut umrühren. Auch schön geworden. Ja, es spiegelt halt immer etwas. Und die Farben her. Das können wir so umprobieren. Also gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, bis dann, macht's gut, tschüss, bye.